Heute geht es los, das GoFest startet, einige Fangherausforderungen, hoffentlich wird ein feines Event freigeschaltet. Ich werde live, leider nicht vor Ort, aber trotzdem live berichten. Dann hat Niantic erstens ein Gratis-Shirt für alle eingeführt, neue Jubiläumsboxen, nein, bessere Boxen als die Jubiläumsboxen und damit geht es weiter mit ein wenig Pokémon Go. Das war, glaube ich, eine der längsten Einleitungen bisher. Stürzen wir uns direkt hinein in das Video. 22. Juli 2017. Das GoFest wird in Chicago heute stattfinden. Die drei Zeitfenster für uns interessant. 18 bis 18.30, 20 bis 20.30, 22 Uhr bis 22.30 Uhr. Das alles wird im Livestream von Pokémon Go übertragen. Und vielleicht geben die dort ja immer Infos bekannt, wie wir uns bisher geschlagen haben. Die sagen eventuell, ich weiß es nicht, so und so viele Pokémon wurden bisher gefangen. Ihr habt jetzt die Bronzemedaille erreicht, noch 10 Millionen für die Goldmedaille, irgendwie sowas in der Art. Mal schauen. Und was meinte ich mit, ich werde live berichten? Wenn man in seinem Internetbrowser gofest.spieletrend.com eingibt, dann findet man einen sogenannten Live-Ticker. Das machen zum Beispiel manche Webseiten bei großen Fußballspielen. Oder die Bild, glaube ich, wenn DSDS läuft, irgendwie sowas in der Art. Da steht dann einfach Zeitstempel, zum Beispiel 18.05 Uhr. Und ich schreibe, yo, die Mystery Challenge, nein, die Fang Challenge hat begonnen. Niantic hat gesagt, dass bereits dies und das. Also ich werde wirklich versuchen, mir den gesamten Livestream zu Gemüte zu führen. Bin auf Reddit aktiv, auf Twitter, auf Facebook, überall. Und werde dann auf gofest.spieletrend.com, bisschen Eigenwerbung darf ja auch mal sein, immer berichten und die neuesten Infos liefern. Das heißt, das wird heute mal geschehen und hoffen wir, dass diese Mystery Challenge erfolgreich absolviert wird, dass wir dann vermutlich am nächsten Tag, ich hatte einen Denkfehler, ich habe extra gesagt, ja, ich bleibe so lange wach, dass ich den ersten Raid da gleich irgendwie sehen kann. Mein Denkfehler war, dass nachts ja keine Raids stattfinden und aufgrund der Zeitverschiebung bei uns ja dann erstmal Sperrstunde ist. Ja, da war ich wohl zu gehypt und habe nicht mitgedacht. Ich meine, klar, um 3 Uhr nachts hätte man niemanden mehr gefunden, aber ich wollte zumindest das legendäre Raid einmal einfangen, wenn das tatsächlich 48 Stunden vorher angekündigt wird, was wir nicht wissen. Aber egal, auf jeden Fall, das sind mal die Fakten und wie das so ablaufen wird. Ich bin dann vermutlich in diesen Eventzeiten nur immer bedingt unterwegs, beziehungsweise ich kann ja glücklicherweise Artikel auch über das Handy schreiben, aber wer nur ein Smartphone hat, der kann nicht gleichzeitig spielen und den Livestream schauen. Beziehungsweise auf Android gibt es irgendwie so eine Funktion, wo man seinen Bildschirm aufteilen kann, 50-50. Dann wäre das schon möglich, aber das ist zu viel des Guten auf so einem kleinen Screen. Also, GoFest, spannende Sache. Ich denke mal, spätestens am Sonntag werden wir zumindest eine legendäre Pokémon-Ankündigung sehen, wenn denn diese Challenges erfolgreich sind. Drücken wir den ganzen Leuten vor Ort und uns zu Hause natürlich die Daumen. Dann will ich mal auf die Boxen eingehen, zwischenzeitlich. Ach, im Hintergrund. Ich vergesse in den letzten Folgen immer das Gameplay zu erklären. Es tut mir echt leid. Ich war nochmal beim Sichlornest, habe meine Sananabären ausgepackt. Denn, wer sich an das Video erinnert, ich habe so viele Sherox gemacht. Und keines war dabei mit zwei Käferattacken. Ich habe sogar TMs verschwendet. Und ich will es nochmal versuchen. Also, solange die Nester noch da sind, möchte ich das Sichlornest nutzen, dort noch ein bisschen fangen, das ein oder andere Pikachu mitnehmen und so weiter. Und das sieht man heute eben auch im Hintergrund. Drei neue Geschenkboxen, die nur auf dem englischsprachigen Twitter-Account und ich glaube Facebook angekündigt wurden, aber ansonsten nichts. Man weiß nicht, wie lange die noch laufen. Seit heute, 22. sind die verfügbar. Niantic hatte wohl Mathe-Nachhilfe und hat gemerkt, okay, diese alte Jubiläumsbox, die kauft niemand. Was haben wir uns dabei nur gedacht? Und jetzt gibt es drei richtig geniale Boxen, die irgendwie auf Spanisch im Text, also der Name ist Spanisch, bei manchen ist sogar eine Fehlermeldung, was nicht zur Sache tut. Es ist eine Spezial, eine Super und eine Hyperbox. Also Ultra ist Hyper auf Englisch, Ultraball ist gleich Hyperball. Gehen wir die Boxen durch. Ich habe mir das alles durchgerechnet und werde jetzt meine Empfehlung abgeben. Welche sollte man sich kaufen? Sollte man sich eine kaufen oder nicht? Also, die Box Nummer 1, da sind 6 Premium Raid Pässe drin und 10 Sananabären. Sananabären kann man nicht umrechnen, die gibt es nicht im Shop. Aber die Raid Pässe kosten 600, das Paket nur 480, das heißt, man spart 120 Pokémünzen, ist gleich 20% Ersparnis. Und ich nehme es gleich vorweg,
Diese Box ist die beste Box, wenn man nur Raid-Pässe haben möchte. Nummer 2, die Superbox. Die ist so, ja, mittelmäßig. Da gibt es eine ordentliche Menge an Sananabären. Dafür nicht so viele Raid-Pässe und 10 Lock-Module noch obendrauf. Das heißt, wer häufig Lock-Module verwendet, für den ist eventuell diese Box am allerbesten. Man erspart sich 1100 Pokémünzen. Das ergibt eine prozentuelle Ersparnis von 53%. Und zu guter Letzt die Hyperbox. Da ist sogar noch 4x Rauch dabei. Dafür nicht so viele Raid-Pässe für den Preis, nämlich 16 Stück, 30 Sananabären und 20 Lock-Module. Man erspart sich 2200 Pokémünzen und das ergibt 60%. Also nur so vom Preis her ist dieses Paket ersparnismäßig das allerbeste. Aber da hat man nicht so viele Raid-Pässe. Denn jetzt will ich das mal aufgelistet zeigen, wie viel kostet ein Raid-Pass pro Paket. Das habe ich mir ausgerechnet. Im Spezialpaket bekommt man einen Raid-Pass für 80 Pokémünzen. Normalerweise 100 ist gleich minus 20%. In der Superbox kosten die, Daumen mal Pi, 81,6 Münzen, ist etwa eine Ersparnis von 18%. Und in der Hyperbox sind sie am allerteuersten, die Raid-Pässe, nämlich 92,5 Pokémünzen, wenn man das umrechnet, ist lediglich eine Ersparnis von 7,5%. Wer nur heiß auf Raid-Pässe ist, wie gesagt, die billigste Spezialbox. Wer das Rundum-Paket haben möchte, die teuerste Hyperbox. Und wer sowohl einen Fokus auf Raid-Pässe setzt und noch gerne die Log-Module ebenfalls mitnimmt, der kann sich das mittlere Paket nehmen. Und in diesem Fall wirklich für alle drei eine Empfehlung. Die Jubiläumsbox, über die bin ich ja hergefallen wie eine wilde Hyäne. Das war eine sehr, sehr, sehr schlechte Box. Genau. Ich weiß leider nicht, wie lange das noch laufen wird. Vermutlich auf jeden Fall mal, solange das Jubiläum noch geht. Und wenn die sehen, da klingeln die Kassen. Ich meine, Niantic wäre ja doof, wenn die das vorzeitig aus dem Shop nehmen. Dann noch kurz häufig gestellte Fragen, die ich schon zu meinem Artikel erhalten habe. Was ist da los mit den Premium Raid Pässen? Wenn ich die habe, kann ich dann keine normalen mehr bekommen? Nein, die agieren unabhängig. Das heißt, man kann sich weiterhin seinen kostenlosen Raid Pass pro Tag holen, auch wenn man die Premium Pässe besitzt. Die stapeln sich unendlich. Jedoch muss man, naja, unendlich ist übertrieben gesagt, denn die zählen zum Beutelinventar dazu. Das heißt, wer sich jetzt eindeckt mit 500 Raid Pässen, muss bedenken, dass 500 Inventarplätze für immer erstmal weg sind. Es sei denn, man zerstört die Pässe oder man macht ganz viele Raids. Und dann noch eine Sache, da bin ich mir nicht so sicher. Man kann jetzt rein theoretisch Sternenstaub im Shop kaufen. Die Pokémon kann man jetzt füttern, auch wenn die Motivation voll ist. Ja, es gibt irgendwann so ein Maximum, aber wenn er Arena zu Hause hat, der kauft sich immer die Pakete, hat unendlich viele Bären, muss nichts machen, muss keine Pokéstops besuchen und bekommt für jede Fütterung 20 Sternenstaub. Und kann sich sozusagen, wer reich ist und 3 Millionen auf einem Konto auf den Cayman Islands hat, der kann sich Sternenstaub kaufen. Macht zwar niemand und würde ich auch niemandem empfehlen, aber die Möglichkeit besteht und das finde ich irgendwie, ich will nicht sagen bedenklich, ist übertrieben, aber wenn man sich Hyperbälle in diesen Paketen holen kann, okay. Aber die Bären und dann gleichzeitig Sternenstaub direkt kaufen, naja, ich weiß ja nicht. Niantic hat es bestimmt nur gut gemeint, als kleines Extra obendrauf. Aber das wollte ich nur nebenbei noch anmerken. Yo, Daumen hoch für diese Boxen. Das ist wirklich mal genial. Und einen weiteren Daumen hoch gibt es wegen des Shirts, welches man gratis bekommt. Das agiert wohl, das fungiert wohl so wie der Carpador-Hut. Bekommt jeder kostenlos und für immer. Einfach in die Garderobe reinschauen, wer es nicht sieht. App aktualisieren bzw. App neu starten. Und dann müsste dieses Shirt auch für alle verfügbar sein. So, und jetzt noch eine schlechte Nachricht. Ich sag's am Ende, weil es vielleicht schon behoben wurde, zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Niantic hat getwittert, Achtung, Achtung, die Raid-Bosse sind zu stark. Das sollte nicht so sein. Man kann jetzt nicht mehr, also die ganzen Dreier-Raids kann man nicht mehr solo machen. Selbst die 2-Sterne-Raids, die stellen jetzt Schwierigkeiten da, Probleme da und die ganzen 4-Sterne-Raids, da benötigt man momentan irgendwie 15 bis 20 Leute dafür. Das soll aber nicht so sein, hat Niantic zugegeben. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis die das wieder beheben.
Aber offenbar, da merkt man auch, irgendwas machen die mit legendären Raids gerade. Und da hat wohl jemand den falschen Stecker irgendwo rausgezogen und woanders wieder reingesetzt. Und jetzt ist das eben so. Ich hoffe, die beheben das echt schnell, weil wäre doof, wenn sich jetzt die Leute alle Raid-Pässe kaufen und dann irgendwie keiner mehr einen Raid bezwingen kann. Also, zusammengefasst, je kleiner die Box, desto billiger die Raid-Pässe. Je größer die Box, desto mehr bekommt man in Summe, wenn man eben Rauch und Lokmodule etc. auch gerne hat. Dann gofest.spieletrend.com eingeben, den Live-Ticker abchecken. Würde mich über Feedback freuen, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und wenn es weitere Events in Zukunft geben sollte, also wenn ich wirklich in Prag vor Ort bin und das hat mir gefallen, dieser Live-Ticker, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Und dann können die Leute, die eben nicht in Prag sind, sofort direkt hautnah mitbekommen. Wie ist es so? Bilder werde ich knipsen, dort hochladen etc. Feedback sehr, sehr, sehr gerne erwünscht und könnt gerne sagen, nö, das war mega schlecht und gar nicht übersichtlich und so. Aber für jetzt würde ich mal sagen, gehet raus um 18 Uhr, um 20 Uhr und um 22 Uhr. Das bietet sich eigentlich an, eine halbe Stunde da ein Glücksei reinzuwerfen und richtig zu eskalieren, alles zu fangen und so weiter und so fort. Vielleicht einen Rauch noch dazu aktivieren. Wir wollen die Legendären haben. Und ob Niantic die wirklich freischalten wird, auch wenn die Challenge nicht bewältigt wird, das wissen wir ja nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Egal, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zusehen. Es geht einfach. Beim nächsten Mal weiter.